Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play-Reihe. Und zwar dem OMSI, dem Omnibus-Simulator. Ich spiele diesen Simulator schon sehr, sehr lange. Und ja, ich habe mir gedacht, ich Let's Play den jetzt einfach mal. Ja, wir befinden uns hier auf einer fiktiven Map. Das ist hier Gothenburg. Mit dem MAN Line City, den wahrscheinlich so ziemlich jeder von euch kennt aus dem richtigen Leben. Ja, und mit dem werden wir uns jetzt auf dieser Strecke ganz kurz als Einführungsvideo zurechtfinden, versuchen. Ja, ich glaube, der Satz war jetzt nicht ganz richtig, aber egal. Ja, dann gehen wir mal ins Cockpit. Sieht hier so aus. Meiner Meinung nach ist der Omnibus-Simulator, also OMSI, der beste Bus-Simulator, der bis jetzt am Markt ist. Also dann schalten wir mal die Batterien ein. Ich mache das alles auf meinem Lenkrad, also das seht ihr nicht. Dann den Leerlauf rein. So. Dann den Motor an. Ersten Gang rein. Dann werden wir hier noch das. Ja, da muss ich noch ganz kurz was richten. So. Ich möchte die Perspektive so haben. Also OMSI ist wirklich ein Simulator, den kann ich jedem empfehlen. So, Licht haben wir ein. Dann die Feststellbremse lösen wir noch einen Moment bitte. So, dann hier ein bisschen rauf. Und dann fahren wir ein paar Meter vor. Die Haltestellenbremse reingetan und einen Moment bitte. Jetzt werde ich hier, ich weiß, ich glaube, das sieht man nicht. Jetzt werde ich hier kurz eine Linie einstellen. Und zwar die Citybuslinie Steltenberg, Linie 19. Einen Umlauf. So. Das ist Bahnhof Steltenberg. Nein. So, Bahnhof Steltenberg um 1931 bis Grabenwurst. Den nehmen wir. Ja, jetzt müssen wir um 19:31 Uhr. Das blende ich hier mal ein. Ich hoffe, das sieht man dann zumindest. Hier Verspätung minus 27 Minuten. Also in 27 Minuten müssen wir hier abfahren. Und dann stellen wir hier noch vorne auf der Anzeige Linie 19. Und als Ziel Grafenforst ein. Jetzt kommt das hier Steltenberg. Grafenforst, Linie 19. Und da wir jetzt sicher nicht 27 Minuten warten werden, spulen wir jetzt die Zeit einfach ein bisschen vor. Also auf 19:30 Uhr von mir aus. Und ja, jetzt kommen auch schon die Personen. Man sieht es hier eh. Senken wir mal den Bus ab. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Verspätung. Also nicht mehr so viel Verfrühung, so muss man sagen. Dann öffnen wir mal die Türen hier. Das tue ich hier rein, die Türfreigabe. So. So, und dann können wir eigentlich schon fahren. Wir müssen ja nicht ganz so lange warten. Wir müssen ja nicht auf die Sekunde genau sein. Ja, dann fahren wir mal. Der fährt aber fast hier. Einen Moment bitte, ich habe gerade keine Ahnung, warum mein Lenkrad hier nicht reagiert. Aber es tut es auf jeden Fall nicht. Einen Moment. Warum geht das jetzt nicht? Ah, es ist ausgesteckt unten. So.
So, nun ist der Fehler behoben. Entschuldige diesen Fehler. So, und dann geht's natürlich schon los. Der Bus bläst sich hier wieder auf. So, einen Moment bitte, es gibt da gar nichts hier. Ich will nochmal kurz in die Einstellungen. Ich habe das jetzt schon ein paar Tage nicht mehr gespielt und schon stimmt wieder alles nicht. So, hier. Einen Moment bitte. Ein paar Sekunden. Komm schon, Spiel, komm schon, bitte. Eingabegeräte. Zack, zack. Ja, irgendwie, also ich weiß auch nicht. So, jetzt aber. Jetzt geht schon ganz anders. Perfekt. Komm schon, ich will fahren. Das hole ich sonst nie wieder auf. Darf ich jetzt bitte fahren? Danke. Haben Sie denn fahren gelernt? Ich würde ganz gerne jetzt aussteigen. Entschuldigung. Guten Abend. So. Perfekt. Dann rauschen wir auch zur nächsten Haltestelle weiter. Halt jetzt hier an, der wird kotzübel. Das ist ja widerlich. Ja, die Mann, jammern hier leider bei dir. Führerschein gemacht, junger Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Ich kann ja froh sein, dass ich es überhaupt noch ziehen konnte. Also. Ja, man hilft so oder so nichts. Sehr schön sieht das aus. Sehr schön. Ah.
in die falsche Richtung gesagt. Jetzt muss ich hier fast wieder die Hilfezeichen anmachen. Ich jetzt gerade keinen Plan habe. Von 19 darüber jetzt. Okay, hätte ich jetzt nicht gewusst, ja, tut mir leid. Ich hatte das Lenkrad schon wieder so. Einen Moment bitte. Also heute läuft echt alles schief. Ich weiß auch nicht. So, so. Es geht schon wieder. So, nicht der Haltestelle schon wieder. Wir sind nur um die 5 Sekunden zu spät. Das sehe ich aber als nicht weiter tragisch an. So, dann geht es schon wieder weiter. Hier Blinker setzen und auf die andere Seite rausschauen. Was soll man machen, wenn sie einen nicht fahren lassen hier? Naja, feststellbar müssen wir wieder lösen. So. Und weiter geht's. So, perfekt. Ein bisschen Zeit aufholen, also ein bisschen was anfahren. So, jetzt warten wir mal kurz, ob die Gas besetzt. Passt! Glaubt oder nicht, aber das ist wirklich der Bus-Simulator mit dem besten Fahrkomfort meiner Meinung nach. Und auch, also ich finde, es ist der beste Bus-Simulator. Ich spiele aber demnächst vielleicht auch den Bus-Simulator 2012 im Let's Play. Ich glaube, hier steigt niemand ein. So, den wir rausschauen. Passt. So. So, das war's jetzt für dieses Let's Play, leider auch schon wieder. Entschuldigung, so, Motor aus, die Türen zu, Licht aus, so. Leider war's das für dieses Let's Play schon wieder, das war jetzt nochmal so ein Vorgeschmack. Ich werde jetzt einfach mal ein paar Videos hochladen, die ich schon gemacht habe, und wenn es gefällt, mache ich es weiter, und sonst eben nicht. Müsst ihr entscheiden. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Und ciao, bis zum nächsten Mal mit SimonTV. Ciao.